Also ja, Krämer Rappelbusch. Dem unser Zeug verkaufen. Und dann hoch zu unserem Anwesen. Willkommen beim Krämer Rappel. Gut, okay. Pechfackel brauchen wir nicht. Spinnensachen brauchen wir auch nicht. Giftzähne haben wir mehr als genug. Den Schaller können wir. Das zwergische Zeug werde ich nicht verkaufen. Die sind wirklich eine Dukate wert, die Schmiedehämmer. Die Kettenhelme will ich eigentlich auch nicht verkaufen. Und die zwergische Sturmhaube auch nicht. Kettenbeinlinge will ich auch behalten, eigentlich. Gehen wir das Ganze mal zu Vorgrim rüber. Ein Zwerg, ein Wort. So, Schmiedehämmer. Noch mehr Schmiedehämmer. So, das Zeug ist eigentlich alles zum Mein Atem Wegpacken. geht ruhig. Genauso wie die elfische Lederrüstung Lass doch eigentlich mal dann Vorsinn zum machen. Wegpacken ist. Na klar. Das ist Gladys Zeug. Und ja, ich sortiere einfach mal ein bisschen hier. Dass ich weiß, was wohin muss. Auf der zweiten Seite hat sie nichts. Sie hat immer noch Parfüm dabei. Also ja, die Sachen sind zum Wegpacken. Und ich habe nur noch Hämmer zu verkaufen. Willkommen. So, jetzt hoch zu unserem Anwesen. Können wir übrigens auch mal den Drachenkopf begutachten, den unser Hausverwalter hier aufgehängt hat. Da oben ist er. Also ja, wenn ich mir überlege, am Anfang war alles hier voller Spinnweben und jetzt ist da oben ein Drachenkopf. Oder ein Haufen Banner von Leuten, denen wir geholfen haben, eigentlich. So. Aufgepasst! Erstmal packt Vorgrim Zeug weg. Hier waren Rüstungsteile, also kommt hier das Kettenhemd, die Leder, das und das rein. Und hier ist das Waffenarsenal. Oh, das war Vorgrims Axt. Die nicht. So. Gut. Gladys. Du kannst Ringe und so wegpacken. Wo gehören die nochmal hin? Nicht dahin. Ah, hier sind die Tränke.
Ja, Waffenbalsam können wir mal mitnehmen. Nehmen wir auch ruhig die Schleifsteine mal mit. Folgt mir. Wo habe ich Fallen und so? Hier drin? Nein, hier habe ich Ringe und so platziert. So. Ach, die zerstören wir mal. So, Munition wie Kugeln. Ach, packen wir das da auch noch da rein, weil ich weiß nicht, wo ich die Fallen platziere. Ach, da habe ich Fallen. Okay. Da habe ich Fallen drin. Die eigentlich nicht benutzt werden. So. Und das Buch noch, das gehört hier rein. Okay. Munition haben sie beide noch einigermaßen, ja. Dann lassen wir jetzt erstmal Forgrim schmieden. Ich bin Krieger, kein Wächter, der Häuser bewacht. Ein Schwerg, ein Wort. So, nein. Erstmal brauchen wir Lederbänder. Ich versuche mein Bestes. Nein. Lederbänder. Okay. Nein, ich will ja schmieden. Benötigt das Talent 18? Ach so, stimmt, ich bin doch der Schmied. Habe ich 18? Ja. Meint ihr? Also, dann gib mal rüber. Lederbänder, Zwergenstahl, Gegengewicht war drin. Was war noch dabei? Steineiche und Kohle. Steineiche und Kohle. Könnte ich 10 Stück herstellen? Eine reicht allerdings völlig. Ja, mach ein, also hat ein plus 13 statt plus 12 und hat ein Attacke mehr. Ein Parade mehr, also. Ja, nee. Können wir dann wegräumen. Jetzt aber mal Zeug hier einräumen. Ne, Lederbänder nicht. Aber Steineiche. Wobei Steineiche auch nicht mal. Wo ist die Steineiche jetzt? Kohle, Gegengewichte. Und Zwergenstahl. Knauf. Das ganze Blattgold. Und das kommt in die andere Kiste. Oh, da sind noch Diamanten übrig geblieben. Aufgepasst. Ja, pack die mal ruhig zu dir, so.
Edelsteine noch wegpacken hier. Das kommt alles in die andere Kiste. Das bin ich. Und dann brauchen wir noch Alchemie. Edelsteine weg. Da sollte ich auch das Salbenfett wieder an mich nehmen. Was wir in der anderen Kiste jetzt gebunkert haben. Ein Zwerg, ein Wort. Eibenholz, Bolzen, so. Das war Vorgrims Axt schon wieder. Ah, Lederbänder. Ja. Lederbänder können noch weg. So, deine Axt wieder da unten hin. Erstmal packen wir alles weg, was Gwendala noch so gesammelt hat. So. Und jetzt möchte ich zum einen Heiltränke herstellen. Würselkraut, Zwiedestillat, Einbeeren. Mal kurz gucken, wie viele Heiltränke hast du? 14. Oh ja, die Einbeersäfte, die verteile ich jetzt mal. An die beiden. Ein Zwerg, ein Wort. Und ihr beide kriegt dann Heiltränke. Ja. So, ordnen wir das Ganze mal so an. Und Brandsalben hätte ich auch gerne. Oh, dafür brauche ich wieder Kohle. Alles klar. Spiele. Okay, erst einmal hätte ich gerne Einbeeren? Was machen die Harpchenfedern hier? Die kommen auch gar nicht dahin. Ist das mein einziges Zwiedestillat, was ich habe? Und Würselkraut war es, glaube ich. So, Salbenfett. Und Cornichins. Heilsalbe kann ich mit Würselkraut und Salbenfett. Davon kann ich 14 Stück noch machen mit dem Zwiedestillat, was ich habe. Das werde ich auch tun. Ansonsten müsste ich nochmal Zwiedestillat kaufen. So, und jetzt nochmal gucken für die Brandsalbe. Ja, brauche ich noch Kohle. Mhm. Mach ich. Das heißt, erstmal können die Einbeeren, das Zwiedestillat und das Würselkraut wieder weg. So, du hast 14 und du hast nochmal 14 hergestellt. Also machen wir das folgendermaßen. So und so. Und hier die. Lass das mal Vorgrim machen. Und ja, die besonderen Pfeile, die wir craften können, craften wir vor dem Endkampf noch. Oder ich craft sie gleich und dann nehmen wir sie mit. Was brauchen wir für die Pfeile, wenn ich schon hier bin? Bogenbau, das waren T
Tenolaps Pfeile. Eibenholz, Lederbänder, Holzleim, Herpienfedern.